wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Layers of Fear. Und heute spielen wir die DLCs. Ich gucke vorher nochmal, ob alles läuft, wie es soll. Ja, ich glaube, es sieht gut aus. Sieht gut aus. Gut. Die Musik ist ein bisschen laut, ich weiß. Wir fangen mit der Geschichte der Tochter an. Ich bin gespannt. Dann wollen wir mal. Ja. Das ist ja... Ich hab doch hier nicht angefangen. Egal. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Krankheit, Wahnsinn und Tod waren die Engel, die an meiner Wiege gestanden haben, und sie sind mir in mein ganzes Leben lang gefolgt. Okay. Oh, ich habe eine Taschenlampe. Ja, trautes Heimglück allein, würde ich da mal sagen, ne? Dear friend, today, before I leave for my new appointment, I intend to make one final attempt to communicate with you. Since you have obviously decided not to answer my calls or letters, I shall endeavor to speak with you in person. If you're reading this, then I have clearly failed, and for that I apologize. Should you choose to ignore me, I will slip this letter under your door. Hopefully you can at least read it, for old time's sake. If me knocking on the door has caused you any discomfort, please know that that was not my intent. I wish I could tell you that I've found some miracle solution to your problem, but unfortunately, such is not the case. Do know that as your legal representative, I always did my best, and that is the God's honest truth. Unfortunately, I feel that the issues you're struggling with go way beyond my expertise. At this point, I once again feel the urge to ask you to reconsider seeking professional help. But let's be honest, if you were to listen to me, you would have done it a long time ago. I regret it had to end this way. Know that you and your family will always be in my thoughts. Your old friend, James Jerome Sadler, attorney at law. Ja, gut. James Jerome Sadler, der Anwalt von unserem Papeli. Ich bin gespannt. Das DLC ist ja auch schon, gibt's ja auch schon länger. Ich glaube, ich habe das auch einmal gespielt, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier tun soll. Und es ist sehr, sehr dunkel. Ich versuche möglichst lange die Taschenlampe anzulassen, damit es... Oh, it reeks in here. Ja, was hast du erwartet? Das ist eine verlassene Küche mit Essensresten, die, was weiß ich, wie lange hier liegen. Seit 1800 Butterkeks oder so. Doch, ich glaube, einmal habe ich das gespielt. Ganz am Anfang muss... Oh. I swear, that dog doesn't shut up. Wo ist denn der Hund? Welcher Hund? What? Quit looking at me like that. That dog is there for a reason. All right. You can let him out. For now. Ich kann nichts machen. Hallo? Hätte ich jetzt irgendwas machen sollen? Gut, das ist ein bisschen verwirrend gerade. Okay, das ist ein nicht sehr schönes Kindheitsbild. Ich kann mich halt hier an Null erinnern. Also das war ganz am Anfang, wo das rauskam. Das weiß ich noch. Das war noch auf meiner alten Konsole hier. Und die Konsole habe ich ja nicht mal mehr. Die habe ich ja schon seit Jahren nicht mehr.
meine Uhr. Große Uhren machen Tick-Tack. I wonder when was the last time this place saw sunlight. Da jetzt nicht alles so zu ist an den Fenstern, würde ich sagen, gestern. Oder vorhin, wo es noch hell war. Oh, was ist das? Ach, muss ich mich jetzt für Wachsmalstifte oder? Ich nehme mal das. Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life. But also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season, where they are wiser, have some stories to tell. Wenn sie etwas zu erzählen haben. Okay. Ich hab nur keine Farbe mehr, Papa. Das ist wieder ein Wachsmalstift. Ich versuch's jetzt mal mit einem liegt hier noch ein Pinsel? Was ist das? Farbe. Kann ich jetzt mit der Farbe schon hier dran? Bin mir jetzt nicht sicher. Brilliant! Let's add some more of the same color. Scheint er. Won't make it boring or predictable. Scheint er zu mögen. Hier muss ich mal gucken, wo ist denn hier? Ah, guck mal. Wir lassen die Wachsmalstifte jetzt mal in Ruhe, weil wir wissen ja, der liebe Papa, der steht ja total auf Wasserfarbe. Das ist ja keine Wasserfarbe. Und ich denke mal, wenn ich jetzt einen Wachsmalstift nehme, ist er, glaube ich, weniger damit zufrieden. Ein Teddybär. Ah, mehr Farbe. Oh, they sway in the breeze, but are none the wiser, just like you. Oh, ist ja gut, okay. Das mag er wohl auch nicht so richtig. Muss ich eine andere Farbe nehmen? Ich guck mich mal um. Kann ich hier überhaupt rennen? Naja, nicht so richtig. Ein bisschen. Eine fliegende Kerze. Ganz normaler Alltag bei uns im Haushalt. Ich habe ja auch gerade eine hinter mir rumfliegen, also... Ist jetzt eigentlich nichts Wildes. Nur ich finde keine andere Farbe. Oder ist hier vielleicht... Ah, guck mal, da ist Farbe. Oh Gott, habe ich mich verjagt, ey. Wutzi. Oh. Gottes Willen. Ah, yes. The autumn of life. When man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares. When the skies grow dark. Wenn's am... Huch. Schon wieder Farbe. Okay. Wenn's sein muss, suche ich noch mal nach Farbe. Das war wieder ein Wachsmalstift, den wollen wir nicht unbedingt haben. Ist das blau? Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. No, any old house will do in times of prosperity. We need to see how it fares when misery darkens the sky. Okay, ist ja gut. Ich gehe ja schon gucken. Ich gehe ja schon gucken. Papa, verteile doch nicht die Farbe im ganzen Haus. Ihh, was ist das denn? Ihh. Ist ja ekelhaft. Papa! Papa, ich finde die Farbe nicht. Hoch? Hoppala! Aber was mit meinem Bild? Das wollte ich noch zu Ende malen.
komme an die Farbe nicht dran. Lass mich an die Farbe dran. Da ist die Farbe. Gottes Willen, die Geräusche sind ja grausam. Ich kann mich auch nicht ducken oder so jetzt. Katze? Muss ich den Ball? Ach, den Ball vielleicht dahin rollen? Das würde Sinn ergeben. Komm schon. Nicht runterfallen. Oh Gott, ist das anstrengend. Das ist ein wahnsinnig schwerer, großer Ball. Sag mal, wird er immer größer oder werde ich mal kleiner? Ah, komm schon. Komm schon. Komm schon. Ah. Lass hoch mit dir. Oh, Entschuldigung, Katze. Ich bin wieder auf den Schwanz getreten. Das tut mir echt leid. Komm schon. Ah, los. Oh. Entschuldigung. Tut mir leid. Tut mir leid. Irgendwie wird der Ball wirklich immer größer. Entschuldigung. Verzeihung. Ich müsste mal eben hier durch. Oh, los, runter mit dir. Aha. Ha. Oh. Ach so, okay. Gut. Kann ich jetzt mein Bild endlich zu Ende malen, so nach 10 Minuten? Wo muss ich denn hin? Wo ist mein Bild? Hallo? Es ist so ruhig hier. Ah, hier. So, Papa, hab's gefunden. Glaube ich. Oh. You see? In the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes, while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. Hellen wir das Ganze mal ein wenig auf. Gut, womit denn? Oh, da liegt irgendwas. Aha. Wir sollen das wieder aufhellen. Gut. Nur womit? Hallo. Damit vielleicht? Ist das richtig? Weiß ich nicht. Das sehen wir gleich, ne? Ein bisschen grün? Ein bisschen grün dran machen, Papa? You're not listening. Okay, ist ja gut. How is some soggy grass going to help here? We need to make it warmer. Wärmer. Ah ja. Dann sag es mir doch gleich. Das ist ein Hund. Ich weiß halt nicht, ich sehe die Farben nicht richtig. Ah, ich glaube, ich habe es bei Papa schon ein bisschen verkackt, weil ich schon ein paar Mal falsch gemacht habe. No! A wet rag won't do us any good. Okay. Gut, auch verkehrt. Ist ja in Ordnung. Sag mir doch gleich, welche Farbe. Ich bin ein kleines Kind, gefangen in einem erwachsenen Körper. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich werde da vielleicht sogar ein bisschen was schnippeln. Wenn ich dran denke. Das eine Mal, wo ich was schneiden wollte, habe ich es auch vergessen. Ich muss mir das mal echt mehr merken. Ich komm, Papa! Mann, Vater! Oh, es ist versteckt, du Lump. Sag's mir doch. Da vielleicht? Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, es brennt hier ein bisschen. Ich meine nur.
Ich finde hier aber auch nichts. Na, na. Wie komme ich jetzt hier? Wie komme ich jetzt? Oh, muss jetzt echt den ganzen Weg zurück. Och, komm schon. Wir sollten das Haus mal ein bisschen umbauen, Papa. Ich will ja jetzt echt nichts sagen, also nichts gegen deinen Geschmack, aber ich finde das ein bisschen verwirrend auf Dauer. Es ist statt, dass wir einen großen Raum machen oder wenigstens einen Flur, der nur geradeaus geht, in die Richtung, wo du auch willst, ohne dass du 100 Mal im Kreis rennen musst. Selbst von der Idee, Fadi. That's right. The sun bestows its kind rays upon the land. It's getting warmer and warmer until finally. Marvelous, isn't it? I know it seems like a tragedy, but a beautiful tragedy is always better than an unremarkable existence. In his own way, I believe he meant well. He wanted me to excel, hoping that when the time came, I would succeed where he failed. Avoid his mistakes. God knows he made plenty of those. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so gute Taktik von ihm war, also ob das ja wirklich so... Ui. Sehr geehrter Herr, in meinem Beruf gewöhnt man sich daran, alle möglichen Briefe zu bekommen. Fanatische Briefe von gescheiterten Autoren, Drohbriefe von beleidigten Lesern. Ich glaube, man könnte sagen, das ist das eben im Verlagswesen. Aha, ich glaube, die meinen, das ist das Leben im Verlagswesen, ich weiß es nicht. Doch in den letzten 20 Jahren als Herausgeber habe ich noch nie so etwas wie ihre jüngsten Briefe gelesen. Obwohl ich immer versuche, Ruhe zu bewahren, fällt es mir angesichts ihrer kontinuierlichen und immer enthusiastischer werdenden Briefe immer schwerer, auf höfliche Art zu antworten. Lassen Sie es mich daher schmerzhaft klar sagen. Der Verlag Marshall & Waters ist stolz auf seine vielen Publikationen, insbesondere auf seine hochgelobten Enzyklopädien. Unsere Belegschaft aus geachteten Akademikern arbeitet unermüdlich daran, unseren Lesern die aktuellsten Informationen und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu bieten. Leider haben ihre Entdeckungen nichts mit echter Wissenschaft zu tun und beweisen die visuellen Referenzen, die sie uns zukommen ließen, überhaupt nichts, auch wenn sie aus rein künstlerischer Sicht beeindruckend sind. Oh, jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Doch, hier. Ehrlich gesagt, haben sich ihre ständigen Versuche, die Ratte neu zu definieren und ihre wahre bösartige Natur aufzudecken, aus einfach nur ermüdenden Tiraden in zutiefst beunruhigende Hirngespinste verwandelt. Falls dies ein fehlgeleiteter Versuch war, Auktionskunst zu betreiben, muss ich Ihnen sehr schlechten Geschmack bescheinigen. Falls es jedoch Ihr voller Ernst war, bitte ich Sie dringendst, professionelle Hilfe aufzusuchen. In jedem Fall möchte ich mich hiermit jedes weitere Schreiben von Ihnen verbieten. Hochachtungsvoll Charles Joseph Marshall, Marshall & Waters Publishing. Aha. Er hat versucht, die Ratte neu zu definieren, ja, weil die Ratte für ihn ja ein ekelhaft hässliches Ding ist, was an jeder Decke hängt. Wunderschön. Packe ich mir ein. Wunderschön, das packe ich mir ein. Das hatten wir ja. Kann ich jetzt da wieder hin oder wie oder was? Oder wie oder was? Warte mal, lass mich erstmal hier gucken. Ein bisschen Farbe. Hier können wir nicht reingucken. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal hier drauf? Ach so. Ja, bis jetzt sieht es ja doch nicht so gut aus für unseren Papi, ne? Wir sehen mal weiter. Ich weiß auch nicht, wie lange das hier geht, das Ganze. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, wollen wir mal in den Keller gehen, oder wie? Da ist was hingefallen. Ich war es nicht.
Und irgendjemand hat die Schüssel gesprengt. No, that's not how it went. Maybe. No, that's not right. Papa, geht's dir gut? Oh, God, I told you never to come down here. Gut, dann geh ich halt. Ach, das ist doch Mama, ne? Mama ist stinksauer. Aus irgendeinem Grund. Das war's? Hier schon? Gut. Können wir machen. Dann gehe ich halt wieder hoch. 1 und 2. Wenn ich jetzt wieder hier draufklicke, kommt da wieder das Bild, was wir gerade gesammelt haben? Ah. Wir müssen also alle hier sammeln. Gut zu wissen. Ist das nicht das Tagebuch von meiner Mutter? Mutter? Genau, von meiner Mutter. Von meiner Mutter. Gut. Also hier waren... Jetzt gehen wir mal ins Bad. Gucken wir mal. Was gibt's hier? Hawaii. Mhm. Warum auf die Hölle warten? Du verdienst sie jetzt schon. Was? Achso, gut. Still life. Was? Stillleben? Das ist kein Stillleben, das sind tote Ratten. Kind. Ich wollte es nur mal geklärt haben. Ich habe kein Gesicht hier, ne? Schade, vielleicht kommt ja am Ende wieder ein Gesicht, wie im zweiten Teil. Das wäre nice. Ach, nicht du schon wieder. Mann! This place is a mess. Ja, was hast du denn erwartet? I can hear you in there. I'm coming, you furry little bastards. You're not getting away this time. What the hell are you doing in there? Get out! Ich geht nicht, ich kann nicht laufen. Hätte ich mich nicht bewegen dürfen jetzt? Ich glaube, ich hätte mich nicht bewegen dürfen, dass er mich nicht hört. Glaube ich jedenfalls. Gut, das Bad hatten wir. Da drin waren wir. Okay. Wie hier eigentlich schon was, ja, ne? Oder? Bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Wir gucken nochmal kurz rein. Mal ein bisschen gucken. Nee. Gut, hier ist nichts weiter. Ist in Ordnung. Dann gehen wir, War hier noch was? Nee. Okay. Dann gehen wir mal nach oben, würde ich sagen. Deibel. Ist ja ekelhaften. What's wrong with this thing? Mach jetzt keinen Scheiß. Ist gerade meine Taschenlampe ausgegangen? His little bird. His little rat. Was? Fängt die schon wieder an, mich hier voll zu quatschen. Dumm von der Seite. Hier kommen wir nicht rein. Hallo? Hallo? Oh. Eieiei. Da habe ich mich wohl im Schrank versteckt vor lauter Angst. Darauf einen Schluck Kaffee. Huh. I don't remember that being there.
Wer? I can hear you out there. Please, please help me. It hurts. Oh, it hurts so much. I can't take it anymore. Möchtest du Musik? Mama? Mm. Yes. Thank you. Bitte schön, Mama. It's so good to feel that there's still beauty in this world. Ich glaube, das war richtig. Sie hat ja gar Musik, sie hat ja Musik geliebt. Deswegen dachte ich, schmeiß dir mal das Ding an, ne? Ach hier, das gute alte Holzbein. Ich glaube, ich mach das erst mal zu, weil sonst komme ich da nicht mehr raus, nicht? Hallo? Bleibst du wohl zu? Schuft. Du Schuft. So, was gibt's hier noch? Hier hängen ein paar Bilder. Kann ich mich ducken? Ich kann mich hier nicht ducken, leider. Schade. Schade, schade. Oscar Wilde. Ja, es ist doch ein sehr bequemes Bett, würde ich sagen. Also, ich könnte mich reinlegen. Gut, gucken wir mal. Auf ins nächste Zimmer. Lag das eben schon da? Das lag doch eben noch nicht da, oder? Hier kommen wir immer noch nicht rein. Papa, ich komme jetzt in dein Arbeitszimmer, ja? Hallo? Oh. Oh. Kann ich mich nicht für beide entscheiden? Ich meine, es hatten beide irgendwo einen Knacks. Papa will, glaube ich, arbeiten. Dann gehe ich vielleicht zu Mama. Mama? Mama, wir sind ein paar Bücher runtergefallen. Hey there. Oh, come on, don't be afraid. It won't bite. Here, try for yourself. Was denn? Ach, hier. No, no, that's not quite right. Das ist nicht richtig, okay. Still not quite there. Was soll ich denn drücken? Okay, dann eben nicht. Kann ich was anderes machen, Mama? Kann ich eine Kiste? Hallo? Kann ich wieder rausgehen? Nein. Muss ich jetzt Papa auf den Sack gehen? Muss ich ihm jetzt echt auf den Sack gehen? Kann ich nicht was anderes machen? Um irgendwie beide zufriedenzustellen, so ein bisschen. Nee? Okay. Could I not make myself clear? Mama, der macht mir Angst. Ich möchte gerne was anderes machen. Es muss doch noch eine Auswahl geben, oder nicht? You know what? I have an idea. Go get your crayons. Malstifte? Wo sind denn die? Ach, da! Okay, dann holen wir ein paar Malstifte.
Finde ich gut, Mama. Dann holen wir ein paar Malstifte. Ach so. Ah. Viereck, Kreis, Herz. Viereck. Kreis. Herz. Viereck, Kreis, Dreieck. Kreis. Dreieck. Stern, Dreieck, Kreis, X. Stern. Dreieck. Kreis. X. That's actually not bad. Look at you, young lady. It looks like talent runs in the family. Danke, Papa. Ich habe mir Mühe gegeben. Hab extra das Klavier vollgemalt. Ah. Jetzt kann ich auch wieder rausgehen. Okay, also damit konnte ich vielleicht doch eventuell beide zufriedenstellen. Eventuell. Huch. Hallo, Wutzi. Ich kann nicht zu Wutzi gehen, leider. Schade. Hallo? Hallo? Hä? Ach so. Kann ich ja hochklettern. Ist ja cool. Ich weiß zwar nicht, ob ich soll, aber es ist cool. Halt. Oh Gott. Oh, ich hab... Oh. Ja, nun bin ich hier oben. Und ich bin wieder unten. Aua. Eingebrochen. Ah. Und jetzt? Ist ganz schön mies, so klein zu sein. Ah, die Mama haben wir. Jetzt gehen wir mal zu Papa. Papa. Papa, wollen wir noch ein bisschen malen? Das war ich nicht, das waren die Puppen. Papa? Okay, dann gehe ich mal hier hin. Da ist ein X. Wie spät ist es? Malen, schlafen. Malen, verstecken. Malen, weinen. Weinen, malen. Was? Das, gut. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja! Papa! Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Soweit ich weiß, wurde ich nicht von einem Zug umgefahren. Hä? I can't do this without you. Was war das denn? Ist ja grausam. Papa? Hast du dir Hörner aufgesetzt, Papa? Ach Mann, hier brennt's schon wieder. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Okay. Ist vorbei. Hm? Au! Oh. Hey, Princess. I didn't know you were out here. No, no, it's all right. Daddy just tripped. You know, clumsy old peg leg. Oh, there, there. You don't need to worry. Daddy's just tired. So very tired. Hm. Da haben wir es jetzt mal aufgehoben. Also er hat schon versucht, irgendwo ruhig zu bleiben. Gegenüber dem Kind. Nur hat er irgendwann
anscheinend einfach die Fassung verloren. Was ist denn hier jetzt los? Warum fällt denn das jetzt auseinander? Kaputt. Gut. Ich war das aber nicht. Nicht, dass das gleich mir wieder, ne? Nicht, dass ich dann gleich schon wieder schuld bin. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. So. Ein kleines Räusperle zwischendurch. Hallo? Muss ich denn jetzt hin? Es ist schon ganz schön verwirrend so. Hä? Ach, ich muss die jetzt wiederfinden. Och. Ah, guck, da ist sie. Da ist sie. Die Mutti. Wir gehen mal kurz hier oben gucken. Hä? Hä? Manchmal ist das wirklich mit diesen Treppen sehr, sehr merkwürdig hier. Das war ich aber auch nicht. Ah. Nummer 2. Also ich weiß ja nicht warum, aber wir sollten vielleicht mal langsam hier renovieren. Boah, das ist ja irgendwie das so wie schön. Ich finde es irgendwie schick. Mir gefällt das. So als schönes Gute-Nacht-Licht, warum nicht? Kann man machen. So, jetzt brauchen wir noch Nummer 3. Wo auch immer das ist. Gut. Oh, warte mal. Aha. Ich bin voll intelligent und so. Ich bin ja mal so richtig intelligent. Aber ich brauche immer noch Nummer 3. Hallo? Das hat auch voll hier dieses... Ich habe hier voll den Fischaugenblick. Ach! Da ist ja Nummer 3. Ich hab's gefunden. Muss ich jetzt nur noch eins hoch wieder oder muss ich jetzt wieder ganz runter? Nee. Hallo? Ich bin klein. Und flitze hier durch den ganzen Tag ganz allein durch die Bude. Hallo? Ist überhaupt irgendjemand außer ich in diesem Haus? Was ist jetzt mit meinem Bild passiert? Hä? Hä? Soll ich den ganzen Scheiß jetzt nochmal machen? Aha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Es war klar, haben beide meinen Namen vergessen. Ja, ich komme ja schon. Aua. Warum denn das?
Alter, kriegst du ja voll einen an der Klatsche. Aha. Gut. Da ist noch ein Kuchen. Mein Kuchen. Honey, you have to come out. She's waiting for us. Don't make me do this by myself. No. I don't want her to see me like this. I'm sorry. I can't. Okay. Da hatte sie wahrscheinlich den Unfall. Why would you do this? What am I supposed to do now? I can't do this without you. Und da hatte sie dann wahrscheinlich Selbstmord begangen. Und jetzt? Ach, hier ist ja eine Tür. Hab ich ja gar nicht gesehen. Oh je, oh je. Ich meine, ne? Er war vielleicht kein Vorbild, Papa, aber besonders. Besonders leicht hatte er es auch nicht, wollte ich sagen. Das ist ja faszinierend. Hier wachsen Möbel. Einfach so. Und ich kann ein Schubfach aufmachen, ohne dass es mir irgendwas nützt. Obwohl, nee. Nee. Oder? Soll ich mich umdrehen? Nee. Ich mach's nicht. Hier kriegst du voll die Flash. Dinger hier. What was that? Oh no. Honey, I need you. I need my medicine. Oh, please. Oh, it hurts so much. Why won't you help me? Why are you punishing me like this? Whatever I did, I'm sorry. Hat der Hund die Medizin geklaut? Und die Frau dachte... Oder bin ich jetzt... Bin ich jetzt komplett verwirrt? Ich meine, gut, da hat der Hund vielleicht auch mal ein paar bunte Bilder gesehen für ein paar Stunden, ne? Also scheint nicht so, als ob er ihr die Medizin vorenthalten hat. Dafür war die Reaktion, nicht passend. Also entweder habe ich es als kleines Kind gemobst und damit gespielt, oder der Hund hat es geklaut. Vermisste Katze. Herr Roller. Was? Belohnung? Alle meine Puppen Adresse. Auch süß. Ist ja kluffig. Also wir vermissen eine Katze. Eine Spielzeugkatze. Gut. Vielleicht finden wir sie ja. Hier kann ich nicht rein. Hallo? Da ist doch meine Katze. Aber vorher gucke ich hier nochmal kurz. Die Geräusche sind schon teilweise ein bisschen eklig. Oh, was habe ich denn jetzt? Was stimmt mit dir nicht? Huch. Was war das jetzt wieder? Aua.
Noch ein Bild? Oh, ausnahmsweise mal ein glückliches Bild. Hallo, Miezekatze. Oh. Ja, ich weiß, ist jetzt nicht dein Originalfuß, aber... Meinst du, es geht nicht? Gut, dann gucken wir nochmal. Hm. Dann gehen wir nochmal hoch. Vielleicht habe ich hier irgendwas wieder übersehen. Ich weiß auch nicht mal, was das darstellen soll, wenn ich ehrlich bin. Es ist ganz schön dunkel hier. Ist hier irgendwas? Ein Bücherregal? Nö. Das ist jedenfalls nichts, was ich jetzt so auf die schnelle Welle aufheben kann. Hier ist auch nichts mehr drin. Hm. Ja, Katze. Muss da liegen bleiben. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wo dein... Ich weiß nicht, wo dein Fuß ist. Es sieht aber aus, als ob es da weitergeht. Muss ja der Fuß hier irgendwo sein, oder? Kann ich den Ball bewegen? Nee, ne? Hm. Teddybär vielleicht? Hier drunter irgendwo? Wo ist denn dein Fussi-Fuß? Wo haben wir denn dein Fussi-Fuß? Ist das der Fuß? Ich glaube, das da ist der Fuß. Ey, wie komme ich nach hin? Gib mir den Fuß. Ah. Au. Ach, was ich mir heute das Bein breche, das ist der Wahnsinn. So, hier bitteschön. Soll ich dir folgen? Good. At least you can still feel something. I look at you and I see nothing. Not the beautiful girl I fell in love with. Not the mother of my child. Not even the hateful monster you pretend to be. You're just empty. I look at you and I feel nothing. It scares the hell out of me. I forgot to say how hideous I am. Go on. I know you want to. God, not that again. I know you're disgusted with me. Admit it. You're right. I am disgusted with you. But it has nothing to do with the way you look. I'm disgusted with what you let it do to you. How you let it change you. Okay. Also war die Mutter im Endeffekt hinterher, hatte sie genauso einen Knacks wie der Vater auch. Danke, Kätzchen. Aber ich kann nicht reingehen, Katze. Was machen wir denn jetzt? Führst du mich woanders hin? Oh, Katzenbabys. Ich kann mich aber nicht ducken. Hallo? Nehmt mich mit! Hallo? Oh. Okay. Macht's gut! Princess. Princess, wake up. I need you to get dressed real quick. There are men coming. Some very bad men. They want to take you away from me. But I won't let them. We won't let them, will we? Yes, now I remember. Throughout all the chaos and misery, in his own flawed and misguided way, he did love her after all. His way of expressing it was a different matter altogether. Ja, das ist wohl wahr. Er hat sie anscheinend immer noch vom ganzen Herzen geliebt, aber... Die Situation, wie sie halt auch mit der ganzen Sache nicht mehr zurechtkam und er dann irgendwann auch nicht mehr, und da haben sie sich gegenseitig anscheinend so ein bisschen gegenseitig zerfressen, würde ich jetzt sagen. Dr.
Henry Marvin, Beziehungsberater. Telefon unleserlich, mhm. Dieses Mal gehen wir wirklich. I, grasping at the remains of my sanity, declare this to be my last will and testament. I hereby deem all my previous wills just as worthless as the shallow husks calling themselves my friends and associates. To my agent, Thomas Caldwell, I bestow the hellish vermin that infest my home, praying that they will gnaw away at him endlessly, bleeding him dry, just like he did to me. To my publisher, Liam Brickstone, I bequeath the flames that consume the love of my life in hopes they will devour him, along with the wretched whore and the squealing bastard he calls a family. To my lawyer, James Jerome Sadler, I pass on whatever illness has rotted my brain and soul away so that he can feel just as empty and useless as he was to me. To any other parasites that come crawling out of the woodwork, I leave nothing. To hell with all of you. Finally, to my beloved daughter, I leave all my earthly possessions. For what they're worth, I hope they will inspire you to realize your true potential. The final, most precious gift, however, is not mine to give. You will have to discover that on your own. I believe in you, as I always have. Okay. Und wir haben wieder ein Bild gefunden. Also ich glaube, er kam einfach mit der Gesamtsituation nicht zurecht und die Mutter kam ja mit ihrer Gesamtsituation auch nicht zurecht und haben sich beide verlassen und gefühlt und im Stich gelassen gefühlt und obwohl sie eigentlich noch füreinander da sein wollten, haben sie es trotzdem nicht irgendwie geschafft und haben sich dadurch dann ja, irgendwann gegenseitig zerfressen halt, ne? Hier waren wir ja schon drin, ne? Das war's ja schon. Ja, hier waren wir schon. Hier waren wir schon, hier waren wir schon und hier kommen wir nicht rein. Und meine Nase juckt, oh je. Oh, Entschuldigung. Ich habe so ein leicht ein kleines Jückerchen heute in der Nase. Es ist ein bisschen unangenehm. Oh, nur ein bisschen. Solange ich nicht mitten in der Aufnahme niesen muss, ist ja alles gut. Weil ich habe kein kleines, niedliches Niesen oder leises Niesen. Also wenn ich niese, kommt gleich so ein... So ein schöner Brüller bei mir. Das sind die ganzen Bilder, die mein Vater gemalt hat. Das sieht schön aus. Das hat was. Da fing er an, die Verbrennungen mitzuzeichnen. Das ist auch ganz hübsch. Kann man machen. Ah, hier. Ja, ja. Wie wir es ja im ersten Teil erlebt hatten. Er hat es immer wieder versucht und war dann selbst in der Zeitschleife gefangen. Ja. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? Oh, mein Kinderzimmer. Was ist das? All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens. Schau mich einfach weiter an und hör mir zu. Okay. Now, where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. Ich bewege mich einfach jetzt mal gar nicht. As her eyes adjusted to the darkness. Oh, das bin ich nicht. Das bin nicht ich. Ich versuche gegenzuhalten. And yet, she did not dare to move.
before she knew that that would be the end of her. Ich schau dich an. Entschuldigung. The princess heard a fearsome call. Tut mir leid. Witch had unleashed her familiar. Das bin, wie gesagt, nicht ich. Ich versuche die ganze Zeit gerade auszugucken. The monster sniffed at the air. Nein. Papa wird sonst sauer, tu's nicht. The princess remained motionless, letting the monster pass. Ganz schön anstrengend, so Modell zu bleiben hier. There was a stillness in the air. Guck geradeaus. Breathed a sigh of relief. Mm-hmm. For a moment, it seemed like the worst was behind her. Oh. And yet she knew that it was not over. Okay, ja. There was still danger nearby. Ja. Waiting for her slightest move. Frozen in terror, she kept looking straight ahead. Ja, ich starre immer weiter geradeaus. She heard a terrifying cackle. Ja. It was the evil witch herself. Böse Hexe. The wretched Echt. Thing despised beauty and innocence, for she had neither. Mhm. The hag was near, just outside Mann. Of you. But our heroine didn't dare to look. She had to keep Nein. Her head straight, lest she be cursed by the witch's foul magic. Mhm. She could almost feel the chilling touch of the witch's hand at her neck. Das ist aber nicht schön. She felt a sudden urge to run away. Ach. But fought it's gar nicht so einfach. Will, for she knew that was precisely what the witch would have wanted. Ja. And then, just like that, the chill was gone. Ah, okay. She saw a glimmer of light over the horizon. Okay. The sun was almost upon her. Mhm. It was almost dawn. It was almost over. And there. Ah, geschafft. The princess stood triumphant in the sun, smiling as she... Wait, that's not right. Her face. Why is she still... scared? Oh, God. I didn't mean to... Princess, I am so sorry. It's not that he was cruel. It's just that... To him, reality was just a pale reflection of art. He was blind to the world, unless it was translated to him through a canvas. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Haben wir doch ganz gut hinbekommen, glaube ich. Ich hoffe es jedenfalls. Ach, hier ist... Oh. Einer übersehen. Okay. Oh, meine Nase. Entschuldigung. Huch. Oh. Okay. Das Zimmer, das die ganze Zeit abgeschlossen war. Dann gehen wir mal rein. Gucken wir mal. Machen wir mal ein Cookie. I don't know what I expected to find. A farewell note? A final will? What I found was an apology. Expressed in the only language he ever truly knew. At that moment, finally see my father for what he was. A man driven insane with sadness and guilt. Trapped in this house, a nightmarish echo chamber of past mistakes and tragedies. It was this house, a place beyond hope, beyond redemption. I knew what I had to do. I had given up trying to understand my father a long time ago. But I could finally forgive him. Thank you.
Hey, princess. What have you got there? Oh, that's so lovely, sweetie. But why pink? Oh. Gut. Das war die Geschichte der Tochter. Ja. Was haben wir? Wir haben Vergebung. Ich weiß nicht, was ich hätte machen sollen, wenn ich wahrhaben wollte. Ich weiß es nicht. Aber wir haben unserem Vater vergeben. Ob das jetzt am Ende für uns gut war, sah jetzt nicht so überzeugend aus. Aber na gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Wie gesagt, die DLCs sollen ja auch nicht besonders lange gehen. Ich denke mal, die Geschichte der Musikerin wird auch nicht viel länger sein. Ich weiß es aber nicht. Wir werden es dann übermorgen sehen. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen gefallen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.